Das härteste Skirennen der Welt. Die Streif als Herausforderung für die besten Rennläufer. Der Mythos Hahnenkamm zog zum 75. Mal Skifans und Promis gleichermaßen an. Und nicht nur der Medienrummel macht klar, Kitzbühel ist der Hotspot des Wintersports, die legendärste Sportstadt der Alpen. Eine Anziehungskraft, die Jahr für Jahr weiter steigt. Es ist die Faszination. Ja. Das alles gepaart, Rennen, Party, Society und alles, was halt dazugehört. Sponsoren kommen auch nicht zu kurz. Also es ist eine, sagen wir mal, eine perfekte Veranstaltung. Ja, das hat sich schon über die vielen Jahre aufgebaut. Also das ist nicht zu meiner Zeit begonnen. Es ist wirklich so peu à peu. Auch natürlich mit der Prominenz, die schon immer gekommen ist. Ich habe seit meinem vierten Lebensjahr eigentlich das Hahnenkammrennen beobachtet, miterlebt. Stars gekommen, gesehen, selber dabei gewesen, selber gewungen. Perfekt vorbereitete Rennen. Die Siege, Niederlagen auf der Streif und am Ganzlernhang. Sie prägen den Mythos auch zum 75-Jahr-Jubiläum. Man hat schon Respekt und es ist immer wieder ein großer Nervenkitzel. Die Kombination aus Pistenpräparierung, also wirklich blankes Eis mit Sprüngen, Gelände, Kurven, das gibt es kein zweites Mal auf der Welt und deswegen ist es so ein Mythos und so spektakulär und deswegen kommen so viele Leute und wollen sich das anschauen. Was die Jungs auf den Brettern da zustande bringen, das ist sensationell. Es gibt keine Abfahrt auf der Welt, die die letzten 30, 35 Sekunden sichtbar ist für den Zuschauer, wo man in so einen Hexenkessel reinfährt und wo so entscheidend ist. Jeder erlebt das Hahnenkammrennen anders und trotzdem war er bei den Hahnenkammrennen dabei und das in Summe ist einfach, oh, läuft so kalt über den Buckel. Kitzbühel in aller Munde, davon profitiert die ganze Region. Das Hahnenkammrennen hat für Kitzbühel natürlich eine wesentliche Bedeutung in vielerlei Hinsicht, also sei es im sportlichen Bereich, es hat aber auch eine gesellschaftliche Bedeutung, es hat natürlich auch eine wirtschaftliche Bedeutung, also es spielen viele Faktoren eine große Rolle und wir sind stolz, Kitzbühel zu sein, Kitzbühler zu sein und auch ein Teil dieser Veranstaltung damit. Sogar derjenige, der ansonsten mit Skifahren oder mit Wintersport oder mit Tourismus vielleicht gar nichts am Hut hat, was das in Kitzbühel die Streif das Skirennen schlechthin ist. Spektakuläre, einzigartige Bilder der Rennen. So faszinierend ist Wintersport nirgendwo auf der Welt. Kitzbühel begeistert beim legendären Hahnenkamm-Wochenende. Aber auch im Kino. Die Dokumentation Streif One Hell of a Ride zeigt Rennsport so hautnah wie noch nie. Und belegt, Kitzbühel ist einzigartig.